Stimmt's? Aber weißt du auch, wer ich bin? Ich glaube, ich weiß, wer du bist. Du bist der, der öfters schimpft und mit den Pantoffeln nach mir wirft. Sowas aber auch. Ja, du bist der Großvater. Genau, ich bin der Großvater. Das Fagott spielt bei Peter und der Wolf den Großvater. Und da spielt es die tiefsten und auch die knurpseligsten Töne, die das Fagott hat. Aber wir können auch ganz anders. Stell dir mal vor, eine große, weite Fläche, ein Moor. Es ist dunkel, vielleicht noch ein bisschen Nebel dazu. Und dann hörst du aus der Ferne. Das war aber schön. Was ist das? Das ist aus dem Frühlingsopfer, dem Sacre du Printemps, der allererste Anfang. Da spielt das Fagott ganz alleine diese Melodie. Das ist sehr schön. Ja, ja. Das ist sehr schön. Wir beide, wir sind ja immer im Orchester hinten nebeneinander. Keiner sieht uns, aber wir sind ganz wichtig. Ja. Aber spiel nicht nur im Orchester. Das Fagott kann auch. Die hat auch richtige Konzerte. Sogar Mozart hat eins für uns geschrieben. Da geht es richtig zur Sache. Dankeschön. Jetzt fällt mir aber ein, Mozart hat der Klarinette auch ein Konzert verpasst. Und das dürfte auch ziemlich bekannt sein. Mal schauen. Das ist wunderschön. Schon mal gehört. Dachte ich mir auch. Genau, ist wunderschön. Meinst du, wir können noch was zusammenspielen? Aber klar, gehen wir zurück zum Orchester, weil im Orchester sind Solostimmen von Klarinette und von Fagott quasi fest musikalisch verheiratet. Sie sitzen nebeneinander und sie verstecken sich hinter Flöten und Oboen und sie sieht man nicht wirklich, aber man sieht Rohr vom Fagott. Klarinette sieht man überhaupt nicht. Und wir spielen mal einige schöne Sachen zusammen. Fällt dir was ein? Die Stelle aus
der Schöpfung von Haydn, da spielen wir im Orchester genau das Gleiche zusammen. Lass uns das mal spielen. Lass uns mal versuchen. Das war doch schön. Das war sehr schön. Und sehr schön zusammengepasst. Ja, sehr schön. Weißt du, Beethoven noch? Hat übrigens einen Duo nur für uns beide ohne Orchester geschrieben. Wunderbar. Das spielen wir auch noch ein bisschen ja, von. Super. Machen wir mal. Das ist so ein schönes Thema bei Fagott. Ja, da darf ich mal. Das gleiche Thema darf Klarinette später auch spielen. Ich mag die Duos. Das ist ja sehr gut. Die sind schön. Jetzt ist natürlich für die Kinder, die sich das vielleicht anschauen, noch interessant, kann man auch Lieder, ganz normale Lieder drauf spielen. Natürlich kann man das. Da spielen wir jetzt auch eins. Ja, mal schauen, ob jemand das erkennen kann. Oh, das halt glaube ich schon. Zur Musikschule kommt, um Fagott zu lernen oder Klarinette, dann kann man diese Lieder auch selbst erlernen. Und da freuen sich aber Eltern und Großeltern. Und wie? Ja, klar. Besonders über das traditionelle Liedgut. Und wenn man das Fagott noch ein bisschen groß findet, das gibt es auch in kleiner für Kinder, eine Kinderversion. Die stelle ich dann vor ab 14:30 in der Beratungsstunde oder wer wann anders Interesse hat, jederzeit sich bei mir melden. Annette Roland muss man bei der Musikschule dann halt nach der Telefonnummer fragen. Stimmt, dann sage ich hier auch ein paar Worte. Es gibt nämlich eine große Klarinettenfamilie und es gibt sogar eine Klarinette, die gleichen Tonumfang hat wie Fagott. Das ist eine Bassklarinette. Aus Zeitgründen haben wir die hier nicht gezeigt. Aber viele haben das sicher schon im Orchester irgendwie gemerkt oder gehört. Die hat genau den gleichen Tonumfang und genau die gleiche Tiefenote. Und dann natürlich... Kommt die bis zum Kontra-B? Ja. Wow, genau. Das wusste ich ja genau. Gar nicht. Die volle Orchesterklarinette schon. Genau. Und sie hat sogar seit über 40 Jahren festen Einzug in Jazzmusik gefunden. Aber ist okay, das ist ein anderes Thema. Und natürlich gibt es auch andere Klarinette. Das ist ja normale Klarinette, eine Sopranklarinette oder Klarinette in B, die man dann am meisten anfängt zu lernen. Und es gibt Klarinetten unterschiedlicher Stimmungen. Es gibt eine Piccolo-Klarinette. Es gibt sogar Klarinetten mit kindgerechter Mechanik, was sehr wichtig ist für kleine Kinderhände. Und damit man als sehr junger Mensch zur Klarinette greifen möchte. Genau, Voraussetzung ist da natürlich, dass man schon die bleibende Schneidezähne hat, dann kann man damit anfangen. Also, man soll einfach zur Musikschule kommen und sich erkundigen. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit und wir können noch ein bisschen über die andere Richtungen reden oder was noch spielen und so weiter. Also, weißt du was? Lass uns das Beethoven-Duo nochmal spielen und dann spielen wir ein bisschen weiter. Spielen wir ein bisschen weiter.
dürfen. Alles klar. Freue ich mich sehr. Ich denke. Und ja, wir haben alles Wichtige gesagt. Wir haben alles Wichtige gesagt. Was wir noch erwähnen wollten, dass alle Instrumente kann man im Orchester spielen, in der Musikschule oder in unterschiedlichen Ensembles, die mit im Studienab, im Lernablauf integriert sind, ob junges Orchester oder späteres Orchester oder die anderen Formationen. Man kann auch andere Sachen machen, zum Beispiel sowas wie in Richtung Weltmusik. Da sind alle Instrumente willkommen und natürlich die Bassinstrumente, die immer dann Mangel sind. Und da ist Fagott natürlich herzlich willkommen. So ist es. Es spielen natürlich viel mehr Leute Klarinette und noch viel mehr Leute Flöte. Und für uns brauchen wir im Orchester trotzdem genauso viele. Das heißt, wir haben viel eher die Chance, irgendwo mitspielen zu können. Ja, du brauchst nur noch erzählen, wie man sich im Orchester über ein Kontrafagott freut. Kontrafagott, das ist nochmal doppelt so lang wie das hier, hat nochmal noch viel mehr Klappen und klingt noch eine ganze Oktave tiefer. Das ist aber so ein Ding, da sitzt man dann und greift von beiden Seiten rum. Das ist schon was sehr Besonderes. Genau, aber in dem gleichen Stück, wo wir was vorgespielt haben, in der Schürze, da freuen sich alle über drei Fagotten bzw. Das Gewürm, das über den Erdboden kriecht, das ist da das Kontrafagott. Ja, da freut sich aber das ganze Orchester. So ist es. Alles klar. Okay, wie gesagt, entweder Beratungsstunde oder sich bei uns melden, wer dann derzeit nicht kann. Bei mir ist die Beratungsstunde 2:30. So, meine Kollegen machen währenddessen auch schon Beratungsstunde und ich führe heute auch eine Beratungsstunde durch, nämlich 16.30 Uhr. Wenn jemand Fragen hat, ich würde gerne nach meinem Besten sie versuchen zu beantworten. Ich bin gerne für Sie da. Wir sind gerne für euch da.